Noppensteine kann man nie genug haben. Und dieses Mal gibt's mehr mit unseren Top 10 des Monats Oktober. Hallo AFOBS, willkommen bei Blue Bricks und Sets, die uns und euch begeistern. Platz 10 geht an die Danube Class Runabout. Ein riesiges Modell der zweiten Welle mit über 3000 Teilen. Genau das Richtige für alle Star Trek-Fans. Und da nähert sich auch schon unser Platz 9. Ein majestätisches Displaymodell der ersten Welle. Die Star Trek USS Enterprise D. Das Set ist seit November im Preis reduziert. Aus der Zukunft direkt in die Vergangenheit. Das neueste Modell unserer Mittelalterserie. Ein Wohnhaus mit Gemüsegarten und tierischen Mitbewohnern auf Platz 8. Die dritte Welle rollt und beschert uns Modelle in verschiedenen Größen. Die Enterprise NX-01 in Midsize auf Platz 7. Ein weiteres Set der dritten Welle, ebenfalls in Midsize auf Platz 6. Die USS Enterprise NCC-1701E. Zu Weihnachten zieren Krippenspiele, Kirchen und Wohnzimmer. Piraten, Raumschiffe und Ritter sind die Protagonisten unserer Noppensteinwelten. Doch bei diesem Set treten sogar Könige etwas zurück und bringen ihre Gaben dar. Eine besondere Krippe aus Noppenstein auf Platz 5. Ein Schuss Rum, dazu eine Scheibe Zitrone und viele neue Piratensets halten Skorbut und Landratten fern. Mehr braucht das Piratenherz nicht, um höher zu schlagen. Macht euch bereit zum Entern. Unsere Taverne auf der Insel und auf Platz 4. Tarnmodus aus, Display an. Die Defiant ist in Sichtweite. Das Displaymodell auf Platz 3. Mit dem Saalbau läutet Martin eine neue Epoche der Burg ein. Hinter gotischen Fenstern und dicken Mauern werden gedankliche Ergüsse Noppenstein-Realität. Platz 2 für die dritte Erweiterung der Burg Blaustein. Auf diesem Leuchtturm wohnt ein Astronom. Für gute Aussichten sorgt die zweite Auflage dieses Sets, das mit vielen wunderbaren Ideen aufwartet. Noppensteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt's mehr. Viel Spaß beim Bauen!